Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Der Stream wundert sich, warum macht der Venom jetzt Secret of Mana? Ein Jahr, der gesagt hat, macht er morgen. Dann macht das heute noch als zweiten Teil. Jetzt macht das als ersten Teil. Ist der denn verrückt geworden? Gut, die Frage stellt sich eigentlich nicht, wer ihn näher kennt. Die Antwort liegt ziemlich auf der Hand. Aber ich habe tatsächlich das Trüffeldorf gefunden. Ich habe gelevelt. Das habt ihr vielleicht noch mitgekriegt. Aber wir haben ja noch ein bisschen was gemacht. Und ich habe noch weiter gelevelt. Das heißt, wir sind jetzt... Ich tue euch mal die Statistiken an. Ich glaube, bei Verhalten steht das, glaube ich, ne? Ah, beim Befinden. Da waren die Levels, ne? Genau. Wir sind jetzt Level 57. 7 Level über dem Empfohlenen für den Boss. Und damit nicht genug. Alles, was wir maximal leveln können, ist gelevelt. Das sieht bei ihr dann dementsprechend genauso aus. Zauber sieht so aus. Laterna ist auf Level 6. Und natürlich, wer mich kennt, Nocturne ist auch auf Level 6. Wir haben alles auf maximal. Wir sind bewaffnet bis zum Arsch. Eigentlich könnte der Bossgegner jetzt aus Respekt aufgeben. Gut, wir wissen, dass er es nicht tut. So, jetzt kommt die Stunde, wenn der großartige Fuddel schon da ist. Wo geht's denn jetzt lang? Im Lunar Dungeon kurz beim Boss safe staten. Okay, jetzt ist der Lycroluff nicht da. Der kennt das auch auswendig. Aber wir müssen, glaube ich, erstmal... Ja. Wir müssen, glaube ich, erstmal zum Schicksalsberg. Genau. Und ich habe auch rausgefunden... Achso, hier ist ja der Schicksalsberg, ne? Ach, komm. Wenn ich schon ewig leveln musste, tragt ihr das jetzt auch. Es gibt übrigens eine Stelle, wo man wunderbar glitschen kann. Wo ich dank der Trommel eigentlich nur rauskam. Das war auch richtig geil, weil machst du das nämlich nicht, ist Ende Gelände. So, dann gehen wir jetzt einmal kurz durch, das geht schnell. Aber ja, das ist kein Thema. Also ihr verpasst sozusagen nichts. Wir machen jetzt sozusagen, naja, eben kurz mal weiter. Idealerweise wäre natürlich schön, wenn wir noch in dieser Aufnahmesession noch einen der Mana-Samen bekommen. Dann könnte ich das nämlich weitermachen. Dann haben wir nämlich ein bisschen Zeit. Und dann passt das auch ganz gut. Weil ich möchte schon, dass wir, wenn wir dann tatsächlich uns dem Endkampf widmen und wenn der großartige Fuddel sagt, wir haben tatsächlich noch 7 bis 8 Stunden, das dürfte auch, das kommt auch ganz gut mit dem Spielerberater hin. Inzwischen gehen wir erstmal um den Schicksalsberg. Dann suchen wir gleich den Leuchtturm. Das kann ich euch schon sagen, was hier steht. Also mal, geh mal tot, ey. Du hast eh keine Chance. Also gegen uns sowieso nicht mehr, weil... Ihr werdet dann gleich mal seht, wir bekommen auch, glaube ich, teilweise selbst bei irgendwelchen heftigen Zaubern, also ihr habt das gesehen in einem Endkampf, mit einer Level 8 Waffe einen Schaden. Das habe ich hier mehrfach gehabt. Also wir sind fernab von Gut und Böse.
So, jetzt muss tatsächlich einer mal wieder den VM-Sklaven machen. Komm, du machst jetzt mal den VM-Sklaven und nimmst jetzt mal die Peitsche. Ich weiß, man könnte auch fliegen, aber ich mache das jetzt erstmal so. Na. Tja, aber ist interessant. Da nimmt das Spiel tatsächlich, und das hätte ich dann jetzt auch wieder nicht so schnell erwartet, Fahrt in Richtung Endkampf. Also, auch wenn noch ein bisschen was ist, aber... Na komm. So, tschüss. Auf jeden Fall, sind wir so weit, wie ich es nie erwartet hätte. Und wenn ich mir vorstelle, was dieses LP alles über die Jahre abgekriegt hat, ich freue mich schon, wenn wir hier in Richtung Schlussworte kommen, dann kann ich ja, glaube ich, irgendwie fast 2 Jahre zusammenfassen. Also das kann ich euch sagen, wird beim nächsten JRPG nicht passieren. Und ich weiß, Grüße hier an die großartige Isabella, die möchte gerne ein Terranigma Re-Let's Play. Und ich möchte, das passt eigentlich ganz gut in das System, Illusion of Time machen. Ich gucke mir mal vorher an, wie lange Soul Blader bzw. Soul Blazer ist. Das ist nicht wirklich spannend, das RPG. Aber das ist halt sozusagen, wenn man so will, Teil 1 der Terranigma-Saga. Dann kommt eben Illusion of Time, / Illusion of Gaia. Und dann kommt eben Terranigma. Verschwindet! Der Meister ist wieder. Ach nein, komm ey! Meister Luna ist zum Mondpalast geflogen. Der Palast schwimmt im kosmischen Meer am Ende vor der Wüste von El Sandala. Nimm das. Der Fuddel möchte, dass ich Plock mache. Ja, ich habe ja mal den Witz gemacht, dass ich mal irgendwann sowas mache wie eine Dauersterbesendung. Das bietet sich an, weil Plock ist ein richtig scheißen geiles Game. Aber ist die Hölle. Aber, wie schon gesagt, bis wir zu solchen Themen kommen, da haben wir schon 2020, also. So, kann ich denn hier schon trommeln? Kann ich, gut. So. Ja, jetzt brauchen wir die Wüste. Der Mondpalast. Ich kann es mir auch einfach machen. Das ist der Krater, ne? Ja, warte mal eben. Ich mach's mal eben ordentlich. Sekunde. Wird gerade nämlich, wird euch wahrscheinlich überhaupt nicht interessieren. Wird gerade scheißen dunkel. Nicht, dass es gleich wieder richtig Rabums hier knallt. Deswegen, ich habe jetzt gerade mal Licht angemacht. Genau, und das ist der Vulkan. So. Vom Vulkan aus brauche ich doch eigentlich nur nach Süden, ne? So, da ist die Wüste. Wüste, 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 Wüste. Da sind Berge. Wahrscheinlich fahre ich jetzt wieder eiskalt dran vorbei. Ich guck gerade mal ein bisschen auf die Karte. Das ist doch
doch in der Wüste. Moment. Moment. Wir brauchen mal eben Wüste. Das ist nicht Wüste. So, das ist da. Da muss ich später noch hin, glaube ich. Ich glaube, das habe ich wieder erkannt. Da ist es doch, ne? Oder? Nicht? Hä? Nein, darf ich nicht. Warum darf ich das denn nicht? Hä? Willst du mich verscheißern? Das soll er nicht sein? Also laut der großartigen Karte hier wäre er das. Weil hier ist El Sandala. Muss ich erst so rein? Muss ich wieder woanders landen? Hier richtig? Moin Moin! Ich bin Charon, der Fährmann. Nächster Halt, Mondpalast. Was wollt ihr alle hier? In diesem Palast gibt's doch gar nichts. Volle Kraft voraus! Okay. Dann bin ich beim Mondpalast. Okay. Ich warte hier. Ich glaube. Ich glaube, da kann ich doch nichts machen, oder? Da bin ich doch schon wieder einen Schritt zu weit, oder? Ich suche nur einen beschissenen Leuchtturm. Gucken. Wie weit komme ich denn da? Dann solltest du nicht hier sein, ja. Aber das hat mich nie gestört. Der Fuddel sagte, ich sollte ihn mal safen. Das mache ich mal. Safe mal auf Position 7. Okay. Kann ich hier noch nichts machen? Bin ich wieder draußen, ne? Ich meine, gut. Interessiert mich eh nichts mehr, weil auch ich hau ich auch weg. Könnte was, was ich für ein Level haben. Okay. Wenn du sagst, ich bin da aber irgendwo in der Nähe, dann kann das ja nicht so falsch sein. Schon wieder da? Ihr seht so traurig aus. Gefällt euch das alte Planetarium nicht? Ihr solltet mal nach deinem Obschalter suchen. Dann grüß sie mal.
Du warst richtig? Wie, ich war richtig? Fuddel, willst du mich wahnsinnig machen? Also doch dahin. Ihr macht mich kirre. Ihr macht mich wahnsinnig. Okay, also. Dann nicht in den Dungeon, aber dann muss da irgendwas anderes sein. Aber da ist doch nichts anderes. Warum soll ich die Magie zeigen? Die sind ausgelevelt, die sind maximal. Und mach dir mal keine Sorgen. Ich bin so weit overlevelt, da passiert nichts mehr so. Du mach dir mal keine Sorgen. Ja. Aber ist doch nichts. Da ist doch nur der Dungeon. Die verarschen mich doch gerade alle. Fuddel sagt, ja, weil da rein. Nein, also wir haben, wenn du, Nocturne und Laterna haben wir, wenn du das meinst. Was wir nicht haben, ist hier, so. So, was haben wir hier denn? Das wiederholt sich. Ich bin der Meinung, da fehlt was. Dann sind wir noch hier wieder am Ausgang. Fuddel mit seinen Einsatzpostings. Was möchte mir der mit MOM sagen? Man on the Mission? Geht's da? Oh, kann man ihm bitte was sagen? Hier, der kann auch mal mehr als zwei Worte schreiben. Der macht mich kirre. Und jetzt erzählt er gleich, dass es wieder gleich die Latenz ist. Dass der Stream hängt. Und irgendwelche Leute bei YouTube denken jetzt, der ist doch total bescheuert. Meinst du, ob er mir was sagen darf? Ich mach mal Folgendes. Haut ihr den mal um? Ich mach jetzt Folgendes. Ich guck in den Spieleberater. Ha! War man denn sowas? So, was sagt er denn? Ich zitiere. Listen and repeat. In der Dunkelheit ist ein Orb für Laser Inferno. Aha. Eine kleine Insel mit einem Leuchtturm. Da muss ich zuerst hin. Weil der erzählt nämlich Geschichten. Ein Goldstand mit dem Schlüssel ist alles schon erledigt, wenn du das meinst. Alles schon durch. Das heißt, wir sind eigentlich sowieso viel zu weit. So, pass auf. Ist jetzt egal. Wenn der Fuddel sagt, wir suchen jetzt einen Orb, wir suchen jetzt einen Orb. Es ist mir jetzt scheißegal. Ich suche jetzt hier einen Orb. So, du bist kein Orb, hau ab. So, get lost. So. So. Wir gehen jetzt einfach mal durch die Gegend. Nordöstlich vom Eingang. Das wäre dann hier. Oh. Oh, wir können ja mal ein bisschen mal vorsichtiger gehen. Da ist er. So. Ja, dann darfst du mal zäubern. Und dann sagtest du, und dann speichern.
ihr seht, der ist auf Level 6. Also überhaupt keine Panik. Ich bin bewaffnet für am Arsch. Oh, ich speichere nochmal. So. Guten Tag. So. Ich habe noch einen Mana-Samen. Ich mag dich. Willkommen im Mondpalast. Ich bin Lunatic, der Mondpatron. Es ist so langweilig hier. Ich brauche Action. Darf ich euch helfen, Mana zu retten? Okay. Okay. Mana Level 7. Wo ist denn dein Bosskampf? Kommt der noch? So, jetzt suche ich aber diesen beschissenen. Jetzt ist die Koboldin immer. Okay, da ist keiner. Jetzt sagen sie mir auch noch, dass da keiner ist. Kann ja mal ein bisschen rumspielen. Mondklinge. Lunakraft. Okay. So, und ihr sagt, die hat einen geilen Zauber. Dann gucken wir uns doch den mal an. Morphingas. Vollmondnacht. Zaubersog! Ja. Damit bist du wirklich Imber. Toll. Toll gemacht. Bitte nie wieder. Einen ganzen. Aber das ist trotzdem geil. Das ist zum Leveln irrsinnig cool. Und jetzt Schicksalsberg. Aber trotzdem will ich jetzt erstmal den komischen Leuchtturm suchen. Muss ich da nämlich nicht mehr hin. Das glaube ich. Vor allen Dingen in späteren Levels. So, ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sehen uns sofort gleich wieder.